Was nach Science-Fiction aussieht, ist in China mancherorts bereits Realität. Ein Technologie-Startup hat eine Augmented-Reality-Brille zur Eindämmung des Coronavirus entwickelt. Die mit einem Infrarotsensor und einer Kamera ausgestattete Brille ermöglicht es dem Brillenträger, die Temperatur der Menschen vor ihm zu sehen. Sicherheitsmann Cheng Guoqiang. Ich trage diese Temperaturmessbrille seit einer Woche. Meine Aufgabe ist es, im Innovationspark zu patrouillieren und die Temperatur der Menschen zu überprüfen. Diese Brille ist im Vergleich zum Thermometer bequemer und sicherer. Wir können einen Sicherheitsabstand halten. Die T1 getaufte Brille wurde nach Angaben des Unternehmens in nur 2 Wochen entwickelt. Inzwischen wurden rund 1000 Stück an Behörden, Industrieparks und Schulen verkauft. Da Fieber als eines der Symptome einer Covid-19-Erkrankung gilt, soll die Hightech-Brille im Kampf gegen die Epidemie helfen. Rocket-Vizepräsident Xiang Wenjie. Ein Kabel verbindet hier das Infrarot-Thermometer-Modul und die Brille, sodass Live-Daten an die Brille übertragen werden. Die Daten werden mit Hilfe künstlicher Intelligenz berechnet. Sie können sofort die Temperatur von Personen erkennen, die sich 2 bis 3 Meter vor ihnen befinden. Und es ist sehr genau, mit einer Abweichung von 0,1 bis 0,3 Grad Celsius. Die Brille kann laut Rocket inzwischen die Temperatur von mehreren Menschen gleichzeitig anzeigen. Bald kann sie an Orten wie Einkaufszentren und Flughäfen eingesetzt werden, so das Startup.